Meine Freunde der leichten Zerstörung und willkommen zurück bei einem weiteren Let's Play. Ja, heute wieder Rapid weiter. Heute stehen wieder Matches an, nachdem die letzte Folge doch eher nur was für Transferliebhaber waren. Haben wir heute das Spiel gegen den. Ja, gegen Altach und gegen Wolfsberg. Ja. Wolfsberg ist ein sehr wichtiges Spiel, es ist österreichische Pokalviertelfinale. Da müssen wir natürlich unsere Leistung anhand von Indizien beweisen. Ja, einige von euch haben es ja mitbekommen, uns hat Jan Novota verlassen. Das bedeutet, dass zukünftig Knoflach in den in den Ligaspielen spielen wird. Und Strebinger Pokal sowie Champions League. Denn ja, wir sind doch in der Champions League geblieben. Da habe ich mich doch dann verrechnet. Gut, aber das sehen wir dann eh nächste, das sehen wir dann eh am Dienstag, weil da haben wir das Match gegen Juventus Turin. Den kann ich gut gebrauchen. ZOM, ja. Gutes Potenzial für den Innenverteidiger. Der hat richtig gut, hat 62. Okay, nee, du fliegst, aber was willst du mit einer 40? Weil du hast Beweglichkeit, gut, aber der Rest ist auch ziemlich schwach, ist über 50, aber. Okay. Die zwei werde ich. Die kann ich sogar verpflichten, hätte ich. An dritten Rechten und Florian Dicku, Belgier. Die werde ich mal jetzt Vertrag anbieten. Weil mit jungen Spielern kann man immer was anfangen. Und bei denen ihren Trainings, bei denen ihren Punkten kann man auch im Training relativ viel anfangen. Mucinic will statt Steffen Hoffmann spielen und Berwald will auch in die Startelf. Gut, Berwald hat jetzt einige Zeit lang nicht mehr gespielt, deswegen gebe ich Arase wieder eine Auszeit und Steffen Hoffmann kriegt auch mal wieder eine Auszeit, aber natürlich nicht keine dauerhafte für Steffen Hoffmann zumindest, weil Barrett vielleicht kann er gegen Altach was reißen. Tabellenerster gegen Tabellenzweiter, sehr wichtiges Spiel und neblig. Und da finde ich, vielleicht hat Barrett ja den gewissen Schuss, den Arase in den einigen Situationen bisher nicht hatte. Weil ich glaube, Barrett kann sogar von Spitzenwinkeln den Ball aufs Tor bringen und nicht vorbei. Aber da will ich jetzt Arase keinen Vorwurf machen. Also ein sehr junger Spieler, noch sehr unerfahren. Kommt alles noch. Wichtig ist es jetzt nur, dass wir uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Von den ganzen Weggängen, wir haben ja nur drei Weggänge: Krahovic, Novota und dritten weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber wenn ihr es wissen wollt und die letzte Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch ja das letzte Video anschauen. Dann seht ihr, welche Leute wir verkauft haben. Neu dazugekommen sind keine. Bis auf ein paar Jugendspieler, aber die habe ich dann selbst verpflichtet. Also transfermäßig waren wir nicht unterwegs. Micha hat halt keinen angesprochen und hatte auch in der Hinsicht nicht so viel Geld dafür, dass ich mir hochkarätigere Leute kaufen hätte können. Oh, Barbole gleich wieder. Schaub, Louis Schaub. Louis Schaub! Oh, den ersten Eckball für Rapid draußen. Ein bisschen neblig ist wirklich. Trostoson. Oh, die Flanke war eigentlich nicht schlecht. Trostoson. Trostoson!
Gustafsson. Kleines Pech dazwischen, aber Barrett. Barrett ist auch zweikampfstark. Ah, komm schon. Jetzt geht Alltag in den Konter, aber verliert den Ball. Aber Barrett kommt nicht mehr hinterher. Ja, Barrett macht das gut. Uiuiui, der Rechtsaußen hat ein bisschen gepennt. Ah, nee, Madl, Rechtsverteidiger. Ah, ganz Kuddelmuddel, aus dem Rapid das Ballbesitz. Mannschaft rauskommt, ah, Barrett weiß nicht, wo er hinspielen soll. Mucinic auf Bartfinne, oh Mann, ey. Alltag sehr gute Mannschaft, hat sich doch sehr verbessert seit der letzten Saison, aber da waren sie nur Tabellenfünfter, Sechster. Jetzt sind es ein Punkt hinter uns auf dem zweiten Tabellenplatz. Ist doch ziemlich eine Verbesserung. Ich hab Seed unten, Bartfinne, der hat freien Platz. Ah, wollte dann nach unten spielen, bleibt aber in der Hacke von Mittelfeldspieler von Alltag hängen. Jetzt wieder die Kontersituation. Ja gut, so kann man es auch regeln, Madl. Und Eckball erneut für Alltag. Uiuiuiui, ah, warum köpfelten der den Ball weg? Bartfinne kriegt den Ball noch weg. Bartfinne kriegt den Ball noch irgendwie weg. Traustoson. Schickt Baboli. Der schickt Barrett. Barrett auf Schaub, Schaub auf Bartfinne. Bartfinne und was für eine Parade! Was für eine Parade von Alltag Goli! Alter Schwede! Schaub. Ah, zu weit nach innen. Aber wir holen uns den Ball. Ah, gewinnt das Kopfballduell, aber verlieren den Ball. Jetzt wieder Ball. Gewinn. Ball auf Traustos und Traustos und in die Mitte auf Bartfinne. Bartfinne erneut am Tor vorbei. Ay, caramba, Bartfinne. Was denn mit Bartfinne los? Was denn mit Bartfinne los? Das ist hier die Frage. Ja, Knoflach. Jetzt darf er auch wieder ein bisschen, jetzt darf er spielen. Bartfinne, jetzt ist Knoflach-Time. Vielleicht kann er mich überzeugen. Oh, Bartfinne. Naja. 0-0 zur Pause. Das ist einmal, ja, sechs Schüsse. Aber davon keiner im Tor. Es ist einfach. Ja. Da merkt man aber, was für eine Qualität Alltag hat, wenn sie so viele Chancen zulassen, aber uns so gut in der Abschlusssituation stören, beziehungsweise so einen guten Goalie drin haben, dass wir mit unseren Stürmern oder Mittelfeldspielern das Tor nicht treffen. Oh, Knoflach legt nieder. Knoflach legt Stürmer nieder. Barrett jetzt sofort wieder Traustason wieder vor Paboli. Bartfinne wird gestört. Mucinic geht jetzt einmal auf die Außen und haut den Ball einmal weg. Wir haben 6% mehr Pässe als Alltag. Madl auf Barrett. Barrett stoppt einmal kurz, sieht dann in der Mitte. Oh, klasse von Schaub auf Bartfinne. Der sieht auf der Außen. Aua.
Der geht vorbei Richtung Trostosohn. Der sieht Baboli und das 1 zu 0 für Rapid Wien. Unser Top-Stürmer mit seinem 12. Saisontor. Klasse herausgespielt über Auer, Trostosohn und dann Baboli. Nimmt ihn sich an und haut das Ding ins Netz. Sein 13. Saisontor sogar schon. Jetzt wundert es mich auch nicht, warum so viele Mannschaften am Transfer da in der Transfer im Transfervideo aufmerksam worden sind auf ihn. Und da Trostosohn 2 zu 0. Jetzt geht halt auch hin. Trostosohn mit seinem Tor. Oder was Mocinic? Es war Mocinic! Wenn man Trostosohn und Mocinic haben die gleichen Schuhe an. Ich muss mal die Trikotnummern da ein bisschen besser merken. Wurscht. Mocinic mit seinem 3. Saisontor. Na ja, gut, hätte. Ja. Sonnleitner, klasse. Und jetzt wieder Ball Mocinic. Mocinic, aber Papole auf Badfinne. Badfinne runter auf Barrett. Oh, der gewinnt das Kopfballduell nicht. Und schon geht der Ball wieder zum uns Einwurf. Rapid in der Hinsicht. Madl auf Barrett. Barrett auf Papole. Auf Trostosohn. Trostosohn auf Papole. Papole dreht sich um. Sieht in der Mitte. Okay, den Spieler, zu dem ich eigentlich nicht passen wollte. Sonnleitner haben wir wieder mit dem Kopfballduell. Ja, Madl. Perfekt. Und sofort gleich wieder Konter fahren. Oh, Barrett hat Platz außen. Barrett hat Platz außen. Sieht in der Mitte. Babole. 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 Und der Goalie. Der Goalie verhindert den Doppelpack. Ah, die Ecke von draußen kommt. Gefährlich. Aber leider können die Altacher klären. Hoffmann. Mucinic. Ah, Ball kommt nicht auf Sonnleitner. Mucinic kann den Ball nicht holen, aber dafür. Schaub. Oh, Ball kommt irgendwie wieder auf Papoli. Und der bleibt in der Abwehr hängen. Wir haben gleich die 80. Minute. Und Knoflauch war nicht mehr dran. So, jetzt werde ich erst einmal wechseln. Ein bisschen die Mittelfeldspieler. Trostosohn statt. Ich sag mal vielleicht. Oh ja, passt. Ne, warte mal, muss ich so machen. Mocinic da, eher da. Dann bleibt da eigentlich nur noch Schrammel. Ich muss nochmal meinen Linksaußen kaufen. Wäre mal die gescheite Idee. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Ja, falsch. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber egal. Barrett wieder, klasse, Pass auf Papoli und der kommt nicht mehr hin. Naja, Sonnleitner gewinnt schon wieder das Kopfballduell. Oh, klasse Einsatz von Maximilian Hoffmann, der den Ball auch gleich wieder nach vorne bringt. Barrett. Klasse, Pass auf Bart findet er aber. Die Außen da aber den Verteidiger dann nicht mehr wegkriegt und dann den Ball schlussendlich verliert. Wow. Schrammel hilft in der Innenverteidigung mit. Ah, dann ist der Ball geklärt. Fürs erste Ball geklärt, fürs zweite. Ja, Steffen Hoffmann jetzt nochmal, aber die Partie ist aus. Wir gewinnen 2 zu 0. Somit haben wir den Tabellenvorsprung. Ja, ziemlich gut. Zusammenkriegt? Ja, und jetzt kommt auswärts in Altach gegen. Auswärts in Wolfsberg gegen Wolfsberg. Ja. Jelic will mehr Gehalt. Da habe ich auch wenigstens, da habe ich nichts dagegen. Jelic gut,
gespielt. Die Einsätze, die er hatte, ja, die Einsätze, die er hatte, waren erfolgreich für unsere Mannschaft. Und somit gesehen habe ich hiermit keine Einwände. Ich werde hier jetzt aber wieder Knoflach, Rost und ihn. Ich habe nicht mal einen linken. Ne, ich habe nicht mal einen linken Mittelfeldspieler. Bei den nächsten Trainings werde ich die zwei Youngsters auch hineinnehmen, weil dass die besser werden, beziehungsweise dann auch auf Einsatz. Chancen kommen. Ich glaube, Schaub ist eh kein. Oh, gut, das war. Okay, das kann. Das hat mit der Ausdauer kann ich natürlich trainieren. Übersicht, Präzision. Pässe. Ja, probieren wir mal die Übersichtspässe. Kavic, glaube ich, ja auch nicht mehr. Hat der zweite noch nicht unterschrieben? Ah, der zweite ist eher fortgeschrittener Elfer. Ich will aber auf empfohlenes El Rondo. Was ist mit Wöber? Wöber ist noch ein guter Leistungsträger. Was ist mit Trostoson? Ist keiner mehr. Somit kann man da Del Quinn auf das empfohlene. Auf den empfohlenen Zweikampf geben. Und Wöber ist ja noch einer. Ja. Passt. So, jetzt haben wir die Jugendspieler, die ich trainieren wollte, drinnen. Na, Rasse geht schon auf die 72 hoch. Das finde ich irgendwie nice. Vertrag akzeptiert, Vertrag akzeptiert. So, jetzt kommt das wichtige Spiel gegen den WAC. Und es ist schon wieder neblig. Wohl ein kleines Nebelwetter in Österreich. An dem Tag. Oder in der Woche. Weil zuerst den Wien-Nebel und jetzt den Wolfsberg-Nebel. Oh Gott, man nicht so oft. Zusammen. Froh, dass ich wenig über Flanken arbeite. Europa, ja gut, so bewölkt ist es. Ja, okay, es ist wirklich ein bisschen neblig, aber nicht wirklich. Und damit startet die Partie. Und wir gehen sofort wieder in den Angriffsmodus über Barrett, Badfinne, Barrett. Ja, okay. Klasse, Ball wieder bei Rapid. Ja, mit den Passstaffetten funktioniert eigentlich relativ gut. Schaub. Und der erste Torschuss. Es gibt ein Spielerdebüt bei Wolfsberg. Gratulation an der Stelle. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. So. Ja. Klasse, kein Foul. Madl kann gleich weitermachen. Holt sich hier die Kugel. Barrett. Trostoson. Nimmt er mal die im Rücken laufenden Mitspieler mit. Badfinne macht es jetzt auch. Klasse, und jetzt gibt es einen Freistoß. Gibt es Gelb? Der Schiedsrichter greift in die gelbe, in die Tasche zur gelben Karte. 15. Minute. Oh, Louis Schaub. Guter Freistoß. Position, aber der Ball ist zu hoch. Ja. Ball springt über Mittelfeldspieler vorbei. Badfinne. Aber es gibt einmal verbieten, das verwundert mich jetzt. Okay, wurscht. Nehmen wir doch gerne an, Madl. Auf der Außen ist keiner. Muss er zurückpassen. Mocenic wieder zurück. Von hinten kommt Wolfsberg, aber das macht Rapid relativ wenig. Und es gibt einen Wurf Rapid.
Mucinic gleich schnell gespielt. Ah, zu schnell dann weitergeleitet von Babole. Oh, nein. Oh Mann. Das war ein Schuss wie ein Strich. Aber ein Strich, der 19 Meter übers Tor war. Babolik gewinnt den Zweikampf nicht. Aber Sonnleitner wieder da. Der Zweikampfstärkste in unserer Mannschaft. Zur Stelle, Babole, oh, bedrängt den Gegner, klasse. War er noch am Ball? Nice. Ja, Ball wieder weg, Ball bei Rapid, Ball bei Wolfsberg. Pfadfinder kriegt den Ball irgendwie noch. Oh, wenn. Oh, deiner, ja. Sofort wieder Konter einleiten. Wenn der auf Barrett geht. Dann schaut die Welt schon mal ganz anders aus. Sonnleitner jetzt wieder kann den Ball ein bisschen beruhigen, indem man hinten zu Strebinger passt. Der auf Trostosson, der auf Baboli, der jetzt wieder Mucinic mitnimmt. Pfadfinder, Baboli. Jetzt mal einen schnellen Antritt. Eine Hacke, Ball ist wieder weg. Babole holt sich die Kugel, will zur Flanke ansetzen, Ball ist weg. Grätsche gut, aber Ball ist trotzdem immer noch bei bei Wolfsberg. Und Einwurf. Wolfsberg. Einmal das haben wir mal geschafft. Und Halbzeitergebnis 0 zu 0. Beide Mannschaften spielen einen sehr herausragenden Fußball. Viele Torchancen hat es jedoch noch nicht gegeben. Oh, Baboli hier hätte gleich mit einem Konter in die zweite Halbzeit starten können. Mai ist ja auch nicht so brisant. Sonnleitner, wo köpfelt der hin? Und Elfmeter! Elf! Nein, Freistoß! Nochmal Glück gehabt! Oh! Strebinger! Und er hat hier auch den Ball safe. Jetzt gleich über Pfadfinder, der oben Barrett sieht. Kommt der Ball an? Ja, der Ball kommt an. Kann er ihn auch mitnehmen? Nein, kann er nicht. Ah. Trostosson. Nix. Barrett am Ball. Barrett auf Schaub. Schaub mit der Hacke auf Pfadfinder. Pfadfinder auf Schaub. Schaub. Ah. Hätte fast wieder funktioniert die Kombination. Ja, wieder Ballgewinn. Ball rauf auf Barrett. Und es gibt Freistoß. Schiedsrichter zückt die zweite gelbe Karte. Nice. Schaub macht gleich den Freistoß, der nichts irgendwie gebraucht hat. Die anschließende Flanke. Barrett! Latte! Barrett mit der ersten richtigen Chance für Rapid Wien an die Latte. Babuli wollte zu Barrett spielen. Madl. Lasst sich ausspielen.
Sonnleitner rückt nach außen. Die Mitte ist frei. Strebinger. Barrett auf Mucinic, der hat fünf Leute um sich. Der weiß schon nicht mehr, was er machen soll. Madl, der lange, ja, Eckball. Ballbesitz ist ausgeglichen, das finde ich gut. Ball, uiuiui, Ball wird irgendwie geklärt. Strebinger! Und dann sofort auf Pfadfinder. Pfadfinder jetzt mit dem Konter. Oben ist Barrett, der Ball könnte zu lang gewesen sein. Ja, war er. Aber man muss auch sagen, Barretts Ausdauer ist am Ende. Da muss jetzt das Ding rein. Rechts kommt jetzt, na, rechts kommt Schwab, da kommt Schobesberger. War eine gute Idee, aber leider blöd umgesetzt. Madl kommt auch schon langsam nicht mehr hinterher. Aber die Neuen machen da was. Kein Freistoß. Weiter geht's. Ball jetzt auf die Außen. Der frische Arasse. Lass da mal Solbauer stehen. Kriegt die Flanke rein. Und das 1 zu 0 für Rapid Wien. Unsere Nummer 8. Stefan Schwab mit dem ersten Tor im Pokal und damit wahrscheinlich auch zu einem sehr wichtigen. Das war heute natürlich sehr wichtig. Aber ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass. Nein, komm schon. Nein, Verteidigung. Wir müssen jetzt kein kassieren. Ja. Hilft, wenn mein Champions League Goal im Tor stehen hat. Ja, gut. Ja, gut, das hilft wirklich. Ja, gut, vielleicht. Ne, das da rennt er nicht. Denn da rennt Baboli nicht mehr. Vielleicht im Zweikampf dann anschließend. Ne, denn da rennt er nicht mehr. Aber egal, somit haben wir wieder Ballbesitz. Wieder über Rasse. Okay, nein, doch nicht. Ey, Schwab, was regst du denn auf? Hast der Tor geschossen? Ja, gut, das Tor von Schwab wird wahrscheinlich ein sehr wichtiges sein. Oh, Kick, ey, wenn die jetzt hoffentlich nicht mehr den Ausgleich machen. Passt, Spiel aus, gewonnen. Viertelfinale erfolgreich überstanden. Mit etwas mehr Glück als Verstand und ja. Gut, unser nächster Gegner könnte mal wieder Altach sein. Ja gut, könnte auch St. Pölten oder Ried sein. Ja, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Aufnahmen wieder erfahren. Schauen wir mal, gegen wen wir dann Dienstag ran müssen. Erneut Wolfsberg und dann das Achtelfinalspiel gegen Juventus, das Hinspiel. Ja, das war's dann mal wieder für das Video. Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video mit euren Freunden, kommentiert es und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich unten gerne kostenlos abonnieren. Ich sag tschüss, bis zum Dienstag.